Leider Gottes habe ich, oder muss ich sagen, dass meine vorigen Aufnahmen voll für den Popo waren. Ja, irgendwie hat die GoPro sich aufgehangen, ein Träumchen. Also, ja, eine Dreiviertelstunde Filmmaterial für den Arsch. Aber so ist das manchmal. Kannst du machen nix. So. Jetzt ist natürlich noch so eine Sache, zum anderen Areal hinzukommen. Denn da gibt es ja so eine Ecke, ich schleiche mich hier mal rüber. Dann an einer anderen Ecke, oh ja, die ist auch schon ganz nett. Da hat es einen von den Buggys schon versenkt. Und die spielen da hinten nämlich rum, die Jungs. Und wie ihr seht, gibt es hier auch ein bisschen Wasser. Oh. Nichts Schlimmes. Kann man durchfahren. Macht auch Spaß. So, jetzt suche ich mir natürlich ein paar Schonhecken. Der hängt natürlich jetzt wieder fest. Ist ärgerlich, das Ganze. Ja. Die Frage ist, wo kann man denn überall mal fahren? Und? Ich nehme den hier mal vor. Easy. Und ich muss immer wieder sagen, so für mich als so Einsteiger ist das immer schon eine Sache. Die vermeintlich böse Kuhle. Wir nehmen uns den davor. Klappt doch zumal ganz gut. Ja, ich glaube, da werde ich wohl nicht durchfahren. Könnte ein bisschen too much sein. Ja, da kommen die anderen Leute. Und wir werden uns, also diesen kleinen Kollegen hier, ja, Kindergarten, ne? Ja, ja. So. Ich weiß schon irgendwann. Ja. Also könnt euch jetzt gerade die Schräglage. Naja.
Juhu! So. Wenn du zum Teil sowas fährst, dann merkst du, oder ich merke das, dass das, also ich mache nach wie vor noch super zufrieden mit dem Reifen, aber du merkst dann schon, dass vortriebtechnisch man ganz schön an die Grenzen kommt. Ja, das habe ich getan. Ich bin nass. Oder feuchtes Höschen.
oder? Ja. So, das war wieder richtig geil. Oh. Alter! Aber da weiß ich, dass ich durchkomme. Nee. Nö. Nein. Nö. In allen Ehren. Ich habe immer noch einen heilen Respekt vor dem ganzen Scheiß. Und den nehme ich jetzt nochmal mit, scheißegal. Den nehmen wir mit, Alter. Komm, 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 komm. Ich muss es immer so sehen. Es geht hier weniger ums Durchkommen als ums Stecken bleiben und dann stehst du da. Ja, so alleine. Puh. Ja, alles mal mitgenommen, überall mal durchgefahren. Und ich muss sagen, für mich jetzt so als Einsteiger ist ein toller Ansatz. Obwohl ein paar, sag ich mal, da habe ich schon Respekt. Ich weiß noch nicht, ob die ITP Terra Costa, also die machen eine sehr gute Figur, dafür, dass sie Startreifen sind, die von Anfang an drauf fahren. Bin ich auf der Straße mit zufrieden und hier natürlich auch, ja. Aber wenn du dann doch ein bisschen mehr Modder hast, zumal ich da ja auch schon 4000 Kilometer mitgefahren habe, da wünsche ich mir doch hier und da ein bisschen mehr Profil. Auf der anderen Seite ist keine XM mehr. Ich habe dann auch nicht so die gewisse Bodenfreiheit, ne? Aber bis jetzt alles kein Thema, wühlt sich durch, ne? Ja, so. Den Allrad, ich sehe gar nichts mehr, den haben wir raus. Und dann würde ich jetzt hier nochmal ein paar Runden drehen. Boah, Knochen werden müde, ne? Ja, da war natürlich schon Auto am Wühlen. Die ist zum Teil nicht ohne. Bei solchen coolen Fahren ist eigentlich nicht schlimm. Also du brauchst schon einen gewissen Schwung, den du mitnehmen musst. Das ist wieder zum Thema hier Gripniveau. Und aufpassen, das eine oder andere Mal gibt es auch mal einen Rütteln ins Fahrwerk. Ich werde nochmal versuchen, die andere Spur hier. Und das Ganze macht man am besten im Stehen.
schon herrlich. In den Lütten hier unterwegs. Ist auch eine tolle Sache, dass das hier alles so geht. Muss ich auch erstmal so sagen. Ja. Ich glaube, ein, zweimal werde ich da wohl nochmal durchbraten. Und dann packe ich jetzt hier auch nochmal meine Sachen. Ist alles easy. Ja. Sollte nicht für die Karriere kein Problem sein, so ein Wasserloch. Aber die Buckelpiste bin ich ja vorhin mal gefahren. Und da vorne, alter Falter. Ja, das ist mir dann auch ein bisschen too much. Aber geile Trailgeschichten hier. Aber ich kann hier schlecht abwägen. Alleine ist das schwierig. Ich mache hier noch einmal die Ehrenrunde. Habe ich von hier oben. Also für mich war das ein schöner Tag, hat Spaß gemacht. Ich habe viel wieder so ein bisschen gelernt. Ja. Bei der ganzen Corona-Sache, also die Leute hat es mir leid getan. Dass man sowas so dicht hält, kann ich nicht nachvollziehen. Entschuldigung, dass ich das mal so sage, aber denn letztendlich hat sich keiner im Weg gestanden. Sehr geiles Ding. Vor allen Dingen muss ich auch noch mal sagen, hier ist das wirklich so, also wenn ihr so eine Kiste habt, ihr habt das nicht gemacht, hier ist für allen was dabei, also das sieht man auf den ersten Blick nicht, aber es ist überall Steigerungspotenzial, wo ich mal sage, oh, ich nehme mal das und das und das, hier kann man herrlich üben. So, jetzt hatte ich auch mal eine Schnute, ja. Und auch wenn man das Loch da vorne da so hat, das schon nicht ohne, doch.